Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier The Garden in der Version 1.08. Es gibt auch schon wohl irgendwo eine Version 1.3. Das ist eigentlich mehr oder weniger eine ganz einfache Produktionsfabrik. Ne? Also es ist eigentlich sehr simpel gehalten hier. Hier könnt ihr praktisch sehr viele Fruchtsachen nur mit Wasser wachsen lassen. Der Garten, der sieht halt, der hat hier so ein Produktionsgebäude. Und hier habt ihr halt so ein bisschen so ein Gartenbereich. Ein bisschen dekotechnisch angelegt. Hier noch ein paar Bäume. Und ihr könnt ja so einiges hier produzieren. Und nur mit Zugabe von Wasser. Ich habe jetzt mal alles aktiviert, was wir machen können hier. Ja, so sieht es praktisch aus hier. Der läuft jetzt hier auch schon. Der arbeitet hier, ist halt hier alles aktiviert, was geht. Da steht Blend oben dran. Muscat, Tabaco, Pumpkin, Apple, Orange, Plum, Cherry, Lemon, Chili, Kaffee und hier nochmal irgendwas. Kann ich jetzt allerdings nicht sagen, was. Ihr seht ja selber, was ihr hier alles produzieren könnt. Ich habe es jetzt gerade oben auf 6 laufen und der produziert schon fleißig. Ich hoffe, dass mal die ersten Sachen rauskommen. Hier sind dann praktisch die, das müssten eigentlich die Orangen sein. Wenn ich das jetzt gerade richtig weiß. Ja, genau, die Orangen, jeweils ein 1000er hier. Pack. Ich kann mal eine wegstellen. Na, ihr seht selber. Da sind 1000 Liter drin. Das passt soweit. Und für 1000 Orangen, wir gucken jetzt gerade mal, spaßeshalber, ob wir hier unten, ganz unten müsst ihr da gucken, Orange hier, bekommt ihr 933 Euro raus. Genau, fügt sie dann automatisch dann in die Verkaufsstelle ein. Und ja, ihr seht ja selber, das läuft jetzt hier. Jetzt können wir mal hier ein bisschen weggehen und dann können wir hier mal ein bisschen laufen lassen. Es läuft jetzt seit circa 3 Stunden hier. Wir machen es mal ein bisschen schneller, ich glaube 3-4 Stunden müsste es jetzt laufen hier. Und ihr seid unten, jetzt müssten gleich die ersten Paletten hier rauskommen. Achtung. Zack, 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 zack. Ihr seht selber, da geht dann einiges hier. Also, ja, das Wasser. Ihr müsst bloß hier hinfahren, Wasser reinkippen und gut ist. Geht natürlich immer bloß, wenn der Motor startet vom Gerät. Na, wir kippen mal das Wasser noch vollkommen hier rein. Aber da müsst ihr schon relativ dann, wenn ihr es relativ schnell laufen lasst, müsst ihr hier dann schon schnell sein. Hier, das sind die Kirschen. Wir gehen jetzt gerade mal rüber hier. So, und das sind jetzt hier die Gurken, wie es aussieht. Genau, hier haben wir dann die, was haben wir hier denn eigentlich? Blend steht da. Da bin ich jetzt allerdings nicht so ganz überzeugt, was das sind. Sind das Nüsse oder so? Ich habe keine Ahnung. Sorry dafür, ne, aber ihr seht ja hier die Chilis, dann kommen die Orangen, hier sind die Kürbisse. Was haben hier Schönes? Das müsste Kaffee sein. Und ja, und ihr müsst hier wirklich schnell sein. Ne. Kaum ist das eine weg, kommt immer gut, ist jetzt schnell, es läuft jetzt relativ schnell. Ne. Ihr könnt dann ein bisschen runterschrauben, ne, je nachdem was ihr halt laufen habt. Unten die Literzahlen, aber es geht trotzdem nach oben, also es produziert schon gut. Ich denke hier, das sind schon einige Tausende, was hier stehen, hier an Material. Ich denke, das kann man so nebenher einfach betreiben, hier alles. Vorher war das Ding hier noch ein bisschen laut, komischerweise. Jetzt ist es leise. Keine Ahnung, warum auch immer. Ne, ihr habt jetzt hier halt die verschiedenen Sachen hier. Ist zwar dunkel, aber ja. Machen könnt ihr hier eigentlich nichts. Ne? Ihr könnt hier durchlaufen, euch die schönen Pflanzen angucken. Aber wie gesagt, da passiert jetzt einfach hier auch nichts. Hier die Bäume. Ja. Und wie gesagt, hier einfach das Wasser rein. Und da ist das Thema auch schon erledigt. Dieses gute Teil hat wohl auch noch einen Fehler. Der obere Fehler ist nicht von dem Gerät. Das ist von was anderem. Also von dem her nicht wundern. Also der hier hat wohl ein Problem mit Autoload-Anhängern. Habe ich jetzt gelesen. Und ja, das sind die, ne, Plum. Ihr seht ja selber, was es ist. Genau. Mal hier mal wegstellen.
Müssten jetzt gleich wieder ein paar kommen hier. Das sind die Chilis. Und das, die Rest kennen wir eigentlich, glaube ich, auch schon. Was ist denn das hier? Das sind Pilze. Das sind doch Pilze, oder? Aber die sehen aber ein bisschen komisch aus. Plam. Was? Naja, gut. Ihr seht, wisst ja, was es ist. Genau. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Und ja, eine recht einfache Anlage hier. Das könnt ihr einfach neben hinstellen. Es ist relativ groß. Wenn ihr sie sucht, wie gesagt, ihr geht einfach auf das Fahrzeugmenü, geht hier unten auf die Striche, geht hier auf Bauen und die Sache findet ihr dann ganz einfach bei den Produktionen. Da guckt einfach, wo der Green Garden steht, da ist er und ihr seht halt von der Größe her, na, das ist schon ordentlich, was hier an Platz benötigt wird, dass man ihn hinstellen kann. Na? Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, genau. Größe des Ganzen habe ich euch schon gesagt, ich glaube nicht, der Garten hat 35 Megabyte. Genau, ja, dann bis denne. Ciao.